Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es schon um die Schublade 15. Ich freue mich so sehr drauf, wieder neue Produkte auszuprobieren. Wenn dich auch interessiert, was alles in meiner Schminkschublade 15 so drin ist, dann bleib dran, ich zeig's dir gleich. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Yvonne und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Schublade 15 ist dran und ich weiß gar nicht, mittlerweile ist mein Kanal ja wieder um einiges gewachsen. Ob du überhaupt so genau weißt, was meine Schminkschubladen sind? Ich habe mein gesamtes Make-up in Alex-Schränke, in Alex-Schubladenschränke sortiert. Und zwar immer eine Schublade, in der einmal das gesamte Make-up für ein Full-Face drin ist. Das heißt, in jeder Schublade befindet sich mindestens ein Concealer, eine Foundation, ein Blush, Bronzer, Highlighter, Lidschatten, Mascara, alles Mögliche. Und das habe ich in 27 Schubladen aufgeteilt und ich schnappe mir immer so alle 3-4 Wochen eine andere Schublade und teste mich durch die Produkte durch. Und das Ganze mache ich mit dir eben zusammen. So mal eben die Kurzfassung. Heute geht es um Schublade 15, das heißt, wir räumen gemeinsam die Schublade 14 aus meinem Badezimmerschrank raus. Ich sage dir, wie ich die Produkte so gefunden habe, welche habe ich oft verwendet, welche weniger oft. Und dann gucken wir, was in Schublade 15 drin ist und ich räume es mit dir gemeinsam ins Badezimmer wieder rein. Das bleibt auch alles so. Trotzdem gibt es ab jetzt eine Änderung bei diesem Format. 15, also wir sind ein bisschen über Halbzeit schon drüber. Aber ich mache das Format jetzt ja schon recht lange und mittlerweile sind die Schubladen wirklich richtig gut gefüllt. Und ich habe mittlerweile so viele Mascaren, Foundation und so in jeder Schublade, dass ich fast nicht mehr dazu komme, alle in diesem Zyklus zu testen. Und neue Produkte kommen ja trotzdem weiter ins Haus. Durch Beauty-Abo-Boxen, durch Wanderpakete und natürlich auch durch Limited Edition, denn ich kaufe natürlich auch weiterhin immer sehr gerne noch dekorative Kosmetik. Darum wird es jetzt auch zeitgleich immer noch ein Decluttern geben. Ich teste die Produkte ja 3-4 Wochen aus und dann räumen wir sie ja gemeinsam aus dem Spiegelschrank wieder raus. Das ist aus dem Badezimmer. Und dann sage ich dir aber auch, okay, der Blush ist eindeutig zu hell für mich. Das bringt mir nichts. Die Foundation ist wirklich nicht meine Farbe. Oder ich mag einfach keine Augenbrauenprodukte, die flüssig sind. Und dann sortiere ich eben auch aus. Decluttern bedeutet bei mir ja nicht wegschmeißen, auf gar keinen Fall. Bei mir kommen ja wöchentlich Wanderpakete an, die Produkte wandern weiter. Oder sie gehen zu Freundinnen oder Familie, weil Lippenstifte und Mascaren gehen natürlich nur an Familie und Freunde weiter, die es auch von mir benutzen mögen und nicht an Fremde. So, das war jetzt sehr viel Erklärung. Ich hoffe, du hast es soweit verstanden. Ich habe es versucht, kurz und knapp zu halten, weil meine Schubladenvideos ja immer sehr lang sind. Deswegen reicht es nun auch mit Gequatsche. Ich schnappe die Kamera und wir gehen ins Badezimmer. So, da sind wir also wieder in meinem Badezimmer und wir räumen jetzt die Schminkprodukte aus Schublade 14 aus meinem Schrank heraus. Hier haben wir zuerst mal die Mascaren. Ich habe hier die von Alverde. Die hat mir ganz gut gefallen, ist jetzt für mich kein Nachkaufprodukt, aber vollkommen in Ordnung. Die hier macht irgendwie so gar nichts mit meinen Wimpern. Die kommt von Belle Hypoallergenics. Ich glaube, ich hatte die im Adventskalender. Mit der konnte ich nicht so wirklich viel anfangen. Jetzt sehe ich gerade, ich hatte hier noch die von Benefit, die Rock'n'Roll oder so ähnlich. Die liegt noch an meinem Schminkplatz. Schande über mich. Die ist mega gut. Aber ich finde diese hier auch richtig gut, obwohl ich die erst ein bisschen eintuschen musste. Die kommt von Maybelline, The False Lash Lift Mascara. Also die ersten, weiß ich nicht, 3-4 Mal dachte ich, ah, kann doch gar nicht sein, dass Maybelline so eine Mascara rausbringt und die dann einfach so wenig tut. Aber wie gesagt, sie braucht ein bisschen eintuschen, danach funktioniert sie super, macht eine ganz, ganz tolle Länge, also die sich wirklich auch gut aufbauen lässt. Und gibt Volumen, also die schafft wirklich beides. Hat mir richtig gut gefallen. So, dann gucken wir einmal hier weiter. Augenbrauenprodukt habe ich hier hinten. Das ist ein Stift von Lotte London in der Farbe Dark Brown. Ich glaube, schon im letzten Mal gesagt. Also der Stift ist super. Ich mag den sehr gerne. Hier hinten ist auch noch ein Spoolie dran. Allerdings ist Dark Brown wirklich ein bisschen zu dark für mich. Es könnte also eine Spur heller sein. Concealer, den habe ich ziemlich viel und häufig verwendet, weil ich habe auch jetzt in der Zeit oftmals einfach nur so eine Puder Foundation verwendet. Vorher ein bisschen Concealer, der kommt von Max & More. Der kostet 1 Euro oder 1,20 €, dafür ist der wirklich super. Ja, und hier sind wir schon beim ersten Produkt, was ich aussortieren werde auf jeden Fall. Von Clean ID, so ein Brow Filling Gel.
Ich mag einfach diese Gelprodukte für die Augenbrauen nicht. Ich habe das mal ganz gut gefunden und vielleicht ändert sich dann das auch nochmal, aber darauf möchte ich wirklich nicht warten. Ich finde diese Stifte einfach am besten, ob zum Anspitzen oder zum Hochdrehen. Mit diesen Sachen kann ich hier im Moment nicht viel anfangen, deswegen würde ich das aussortieren. Auch aussortieren würde ich dieses Produkt hier, das habe ich dann jetzt auch extra gar nicht mehr verwendet. Von Belle habe ich hier so ein Color Correcting Geschichte mit 5 Farben. Ich brauche das irgendwie nicht. Ich habe das ein paar Mal mit einem anderen Produkt probiert. Ich habe jetzt nicht so krasse Rötungen oder Augenschatten, die ich ausgleichen muss. Da reicht immer der Concealer, also das brauche ich auch nicht. Das geht aus meiner Sammlung raus. Ja, und bei den Lippenstiften siehst du jetzt schon, da hat sich so einiges verändert, falls du das letzte Schubladenvideo eben gesehen hast. In der Zwischenzeit habe ich das System ja für Monolidschatten und Lippenstiften in den Schubladen geändert. Die habe ich jetzt nicht mehr in den Schubladen, die habe ich separat stehen und suche mir immer welche raus, auf die ich gerade Lust habe. Das sind jetzt quasi so die ersten, die bei mir zur Auswahl stehen. Die hier vorher drin waren, waren quasi auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Von den Farben hat mir keine so richtig zugesagt. Es war keine so ganz alltagstauglich und das passte für mich irgendwie gar nicht. Sie mich auf die Idee gekommen und das habe ich jetzt durchgesetzt. Also die bleiben hier stehen, die werde ich eine ganze Zeit lang verwenden und tausche immer einzelne Farben aus. Oder ich gucke halt, heute habe ich das oder jenes Oberteil an und suche mir dazu passend eine Lippenstiftfarbe aus. Aufgebraucht habe ich den Duft aus der Schublade von Shiseido. Das war ein schwerer, blumiger Duft, hat mir aber wirklich ganz gut gefallen. Genau, die Foundation hier von Lancôme fand ich richtig gut. Ich hatte, glaube ich, beim ersten Mal, doch da oben steht es, die Farbe, das lässt sich nur nicht sofort erkennen, ne? Sense Trends ist, glaube ich, die Farbbezeichnung. Also die Farbe passt mir gut, die Foundation finde ich super. Einzig, was mich stört, ist, es ist wirklich stark geduftet. Das macht mir ja generell nicht so viel aus, aber an manchen Tagen kann ich es irgendwie nicht ab, mich sowas mit sowas einzuschmieren, was einfach so stark parfümiert ist. Also es ist ja nicht nur beduftet, es ist ja wirklich so ein richtiges Parfum, was da irgendwie drin ist. Brauche ich nicht so immer. Das ist der einzige Grund, warum es für mich kein Nachkaufprodukt ist. Ansonsten würde ich mir die wirklich auch nachkaufen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit nicht so viel Foundation verwendet, weil das Wetter es einfach nicht zugelassen hat. Wenn es so heiß ist, dann brauche ich das nicht wirklich. Von daher sind die noch ein paar Mal drin und es geht zurück in meine Schubladen. Aussortieren dagegen werde ich dieses hier. Das ist eine Serum Foundation von M.A.S.A. Magic Finish. Denn hier passt der Farbton leider überhaupt nicht. Hier ist auch, glaube ich, jetzt kein Farbton verzeichnet. Das ist so ähnlich wie bei dem Magic Finish. Es soll so anpassen, aber es ist viel zu dunkel. Also ich sehe damit sowas von geschminkt aus. Also sowas von wie mit Farbe im Gesicht. Nee, das bin ich nicht. Das brauche ich nicht. Von daher wird das aussortiert. Genau, hier ist ja mein Magic Finish. Ja, die habe ich jetzt leider alle nicht getestet, ne? Wie gesagt, es war einfach nicht das Wetter dafür. Einmal, weil ich es unbedingt ausprobieren wollte, habe ich halt hier diesen Primer von der Disney Classic Reihe verwendet, von Catrice. Das ist ja wirklich schön frisch, das riecht sehr angenehm, also das mochte ich gerne leiden. Die anderen beiden habe ich leider nicht getestet, wandern also zurück in die Schublade und warten auf ein nächstes Mal. Meine beiden Fixing Sprays, das hier kannte ich ja schon von St. Luke's, das finde ich total gut. Habe ich auch, wenn ich es verwendet habe, habe ich das verwendet, das finde ich total super. Das Wasserspray ist für mich einfach nur ein Wasserspray, was nach Beere duftet. Ich kann da keinen Fixing-Effekt feststellen, das würde ich jetzt auch aus der Schublade rausnehmen, mir an anderer Stelle hinstellen oder auch mit zur Arbeit nehmen und wenn ich eine Erfrischung brauche, mir das einmal übers Gesicht geben. Dafür ist das ja super, aber ich kann da wirklich keinen Fixing-Effekt feststellen. So, aufgebraucht habe ich diese Foundation hier auch, die Estee Lauder Double Wear Foundation. Das ist so ein bisschen ähnlich, obwohl die nicht ganz so stark beduftet ist wie die andere Probe. Ich habe die kleine Probe hier, das ist ja nur so ein Sachet, hat für 3 Anwendungen gereicht. Also die hat mir echt auch gut gefallen. Ich wollte mir einmal die Farbe aufschreiben, Desert Beige. Weil wenn, dann würde ich mir die, glaube ich, auch mal nachkaufen. Das ist natürlich auch eine teure Foundation, ne? Aber die ist wirklich gut. Also die passt zu meinem Hautton, gefällt mir wohl. Ja,
das war der Spiegelschrank, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe ihn das vergessen. Aber sind die Lippenstifte weg, dann geht das Ganze eben schneller, ne? Und dann geht es weiter mit der Schublade. Die Schattenpaletten zeige ich dir gleich an anderer Stelle. Wir können jetzt einmal die anderen Produkte durchgehen. Von By Rene, der Sunny Blush hat mir sehr gut gefallen. Ein ganz tolles Produkt. Der hat ja so einen leichten Goldschimmer, deswegen habe ich den unwahrscheinlich oft jetzt getragen. Ich mochte das und habe dann auch öfter mal den Highlighter weggelassen und einfach nur so ein bisschen schimmerigen Blush quasi aufgetragen. Sehr schön. Übrigens ist das die Puder Foundation, die ich jetzt sehr viel getragen habe. Die ist ja immer in meiner Schublade, die bleibt also auch hier drin. Dann geht es hier weiter mit dem Highlighter. Habe ich ein paar Mal verwendet. Ich glaube, das ist auch der Highlighter, den ich am meisten verwendet habe. Ist ein schöner Farbton, so ein bisschen Champagner. Passt ganz gut für den Sommer. Das Puder habe ich nicht ausprobiert von By Terry, weil ich halt, wie gesagt, die Puder Foundation genommen habe. Da brauche ich ja nicht nochmal extra abpudern. Das lohnte nicht. Und die Male, die ich die Foundation ausprobiert habe, hat das auch so funktioniert. Die Highlighter Drops habe ich leider auch nicht getestet. Dann dafür aber den Highlighter von Karl Lagerfeld, obwohl den kannte ich ja auch schon, den mag ich sehr gerne. Nicht zum Einsatz gekommen ist die Glow Palette von Bella Pierre, obwohl da ja auch ein Bronzer drin ist. Ne? Das habe ich mich immer wieder, wenn ich Bronzer im Gesicht hatte, habe ich gedacht, ach, nächstes Mal nimmst du aber den. Und dann habe ich es wieder vergessen. Wenn das so in Paletten mit drin ist, geht das manchmal eben auch unter, ne? Schade. Dafür ist ja nachträglich noch eingezogen dieser Glow Bronzer von Revolution. Habe ich mir aus einem Wanderpaket rausgenommen. Es ist so ein matter Bronzer in der Farbe Light. Auf den ersten Blick ist es eine sehr dunkle Farbe auf dem Gesicht. Man muss ihn ein bisschen vorsichtig aufgeben, okay, aber lässt sich super verteilen, also toll verblenden und ich mag die Farbe unwahrscheinlich gerne. Die Blush Pearls Harmony von Douglas habe ich auch ein paar Mal ausprobiert. Die lassen sich ein bisschen schwer auftragen. Ne? Ich hatte das ja beim Swatchen schon so versucht, mit den Fingern ging das gar nicht. Aber auch mit dem Pinsel bekommt man nicht so viel Produkt dabei weg. Also nochmal solche Blush Perlen werde ich mir wohl nicht kaufen, aber diese hier behalte ich natürlich. Nicht ausprobiert habe ich diesen Bronzer von Glaze. Genau, Glaze Visage Bronzer. Den habe ich leider nicht getestet. Den aber schon, auch ich mag den so gerne. Von Essence Vintage Beach, den Highlighter. Ja, so ein schönes Produkt. Den Alverde Highlighter habe ich nicht getestet, der war mir jetzt zu golden, obwohl das Gold natürlich super zum Sommer gepasst hätte, aber irgendwie war mir da nicht nach. Hier habe ich noch einen Blush von By Rene, Sunny Cosmetics. Das war ja so ein bisschen so ein Orangeton, da war ich einfach neugierig. Den habe ich, glaube ich, 2-3 Mal verwendet, hat mir auch gut gefallen. Von Alterra, das, was war es denn, der Glow Bronzer, der eigentlich ja wirklich ein Highlighter ist, habe ich leider nicht verwendet. Dafür aber den Blush von Sante Naturkosmetik in der Farbe Korall, ups, da steht's, fand ich richtig schön. Also da kommt ein schöner Farbton bei raus, man kann sich auch ein bisschen entscheiden, ob man den stark shimmery haben möchte oder nicht, je nachdem, welche Farben man da so mit einbezieht. Sehr schön. Monolidschatten habe ich ja auch schon aus der Schublade rausgenommen. Die stehen auch schon an anderer Stelle. Jetzt schnappe ich mir noch die Lidschattenpaletten und erzähle sie, wie die mir gefallen haben. So, ich hatte in meiner Schublade die Palette von CC, die Fireworks 16. Das ist eine von diesen Katzenpaletten und schwer zu erkennen. Es sind diese Farben hier und die haben mir richtig gut gefallen. Ich war in der Zwischenzeit jetzt, wo ich die Schublade verwendet habe, leider nicht sehr experimentierfreudig. Oft musste es schnell gehen, oft sollte es ein Alltagslook sein, weshalb diese eisigen Blautöne leider nicht zum Einsatz gekommen sind. Wohl aber, naja, orange ein bisschen und dann bin ich halt immer so ins Nudige, ins Braune mit dem Rosa gegangen. War wirklich richtig schön, aber naja, man könnte noch ein bisschen mehr aus der Palette natürlich rausholen. Leider gar nicht zum Einsatz gekommen ist die Everyday is a Mystery Palette von Essence. Ja, das sind ja auch so wunderschöne Farben, ganz, ganz schöne Pressed Glitter. Ja, ich bin irgendwie auch nicht dazu gekommen. Also irgendwie hat mich die Palette in der Zeit jetzt gar nicht angesprochen. Ich will sie unbedingt nochmal ausprobieren, weil die war ja auch noch gar nicht auf meinem Auge. Ich finde das Farbschema ein bisschen schwierig. Also klar, das hier sind ja so Linertöne, die muss man jetzt ein bisschen ausklammern. Der Rest ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Also ich finde den Ton unwahrscheinlich schön, aber ich, ja, mit dem Grün vielleicht, ne, mit dem Grün und dann dem Gold, so ein Ton.
Ja, beim nächsten Mal auf jeden Fall. Die Athena Palette von Larizzi, was ja viele, die ja viele so als Blush Palette verwenden, habe ich ein paar Mal getragen. Ich mag so rötliche Augenlooks ja wirklich sehr gerne. Die Schimmertöne sind wunderschön, damit kann man wirklich tolle Looks zaubern, auch sehr natürliche Töne. Und wie gesagt, danach war mir jetzt in letzter Zeit einfach mehr. Wenn es da mal ein besonderes Make-up sein sollte für ein Videodreh oder fürs Essen gehen oder wie auch immer, dann ist die Palette hier zum Einsatz gekommen von The Balm. What the Tea, weil es gibt hier einen Farbton, den ich einfach grandios finde. Das ist dieser hier. Das ist so ein Duochrome-Ton. Ich mag den einfach furchtbar gerne. Und also grundiert mit diesem Rosé, der auch schon einen Schimmer hat, den drüber geben und im Innenwinkel dieses, ja, frostige, ins Gold schimmernde Weiß geben. Ich mag den Look, mag ich wirklich richtig, richtig gerne. Ja, gefällt mir total gut. Mehr aus sentimentalen Gründen, als dass ich es wirklich gebraucht hätte. A New Day, es ist ja meine älteste Palette und ich wollte nochmal sehen, ob ich damit zurechtkomme. Und natürlich, der Look ist auch wieder sehr nudig geworden, wie sollte es anders sein. Und ich mochte ihn einfach sehr gerne. Ich finde die Farben wirklich gut, die lassen sich immer noch gut aufbauen, obwohl die Palette schon so alt ist, lassen sie sich super verarbeiten. Die sind nicht eingetrocknet oder so. Richtig schön. Von Rival de Loop hatte ich ja die Fairy Lights, zwei Paletten von in der Schublade. Jetzt muss ich eben nachgucken. Genau, diese hier habe ich nicht verwendet. Es ist schwer, ne? Aber ich hatte diesmal irgendwie nicht den Yang danach. Also wirklich, es war irgendwie so die Zeit für, ach, morgens schnell fertig machen, gar nicht groß drüber nachdenken müssen. Und dann kam die einfach nicht zum Einsatz. Die habe ich allerdings ausprobiert. Obwohl das natürlich auch so ein Special Look ist, aber ich wollte einmal unbedingt die Farben so zusammentesten. Der Look hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dieser Fliederton lässt sich nicht so gut schichten und aufbauen. Das bedarf schon wirklich etwas mehr Arbeit, aber an dem Tag hatte ich da einfach Lust drauf. Und mit dem Grün zusammen war das wirklich ein toller Look, der da entstanden ist. Ja, und obwohl ich so neugierig auf diese Palette hier war von, war das jetzt Revolution, war das, genau, Soft Gelled, die habe ich mir aus einem Wanderpaket rausgenommen, so eine ganz Cool-Ton-Palette. Also ich meine, ich habe sie einmal verwendet, so ein bisschen so ein Grunching-Look habe ich damit gemacht, aber natürlich gibt es hier auch noch so viel mehr auszuprobieren und ja, hat einfach nicht für gelangt, kam nicht zum Einsatz, schade. Welche dann aber nicht zum Einsatz kam, klar, ich habe ein paar Mal ja hier was ausprobiert und auch Looks geschminkt, aber die gesamte übrige Zeit, also eigentlich fast täglich, kam diese Palette zum Einsatz von Catrice, die Basic Bare Palette. Ja, und jetzt verstehst du vielleicht auch warum, weil die ist pur nudig. Und ich habe hier wirklich so einen Look herausgefunden, der mir richtig gut gefällt. Den habe ich an so vielen aufeinanderfolgenden Tagen getragen. Das war schon fast so ein Signature-Look für mich. Ich habe immer diesen Ton zum Grundieren verwendet, den zum Abdunkeln, damit ich nochmal mit diesem dunklen Schimmerton in die auf diese Farbe draufgegangen, auf den äußersten Winkel. Habe damit dann mein ganzes Lid bedeckt. Mit dieser Farbe bin ich dann in den Innenwinkel gegangen. Richtig schön, ganz natürlich und trotzdem irgendwie was Besonderes. Also war einfach total toll und das ist eine meiner absoluten Favorite-Paletten jetzt seitdem. Ja, beim nächsten Mal kommen auch die anderen Paletten zum Einsatz. Versprochen. So, 10, 11, 12, 13, 14. Die Schublade ist wieder komplett eingeräumt. Tschüss 14 und hallo Schublade 15. Okay, das ist die erste hohe Schublade jetzt wieder in dem zweiten Schrank. Oh, sieht jetzt nicht so schlecht aus, ne? Ich hol's raus und dann zeige ich es dir in Ruhe. So, die Schublade 15 hält ein paar Schätzchen für mich bereit. Nur eins ist klar, ich muss jetzt auch etwas mutiger werden mit Schminken. Das heißt mutiger, ich bin ja schon mutig, aber ich hatte einfach irgendwie halt in der letzten Zeit nicht so den Drang nach aufwendigen Make-ups. Jetzt wird es aber Zeit, weil es ist hier eine absolute Hammerpalette drin. Aber das zeige ich dir gleich. Erstmal starten wir, ich glaube, mit den Düften, weil ich die ja so gerne vergesse. Und hier ist auch einer meiner absoluten Lieblingsdüfte drin. Von Marc Jacobs, das Perfect. Ich mag das total gerne. Das ist wirklich ein absoluter Favorite-Duft von mir. Und ja, der wandert jetzt erstmal in den Spiegelschrank. Den kann ich aufbrauchen. Ich habe hier zwei Flaschen drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das übersehen habe irgendwie. Hier ist noch von Narciso Rodriguez. Ich habe keine Ahnung. Ach, weiß ich nicht. Ein Duft drin. Ach, der ist sehr schwer, ne? Ich weiß noch nicht, ob ich den wirklich gebrauche. Also ich werde den ein, zwei Mal aufsprühen und dann muss ich erstmal gucken,
Ich packe die Düfte ja immer einfach so in die Schubladen und teste das dann im Laufe, aber das ist, glaube ich, nicht so meins. Ich muss mal schauen. So, dann geht's weiter mit Primer. Ich glaube, ich habe zwei. Der hier ist noch original verschlossen von Real Love Revolution Pure Pore Vanish Primer. Ich mag die von Real Love Revolution, die Primer, ja sehr gerne. Ich glaube, den habe ich auch noch in einer anderen Schublade, habe ihn auch schon mal getestet. Den finde ich ganz gut. Der ist noch zu und ich habe von Revive the Loop Sparkling Dreams ein Golden Serum, was auch irgendwie so als Primer fungiert. Da sind so goldene, also Blattgold ist da irgendwie drin, glaube ich, oder so. Sieht mega interessant aus, ne? Muss ich einfach mal ausprobieren. Perfekt als Make-up-Base zu verwenden. Ja, das ist ja quasi ein Primer, ne? Deswegen werden wir das mal ausprobieren. So, Concealer habe ich jetzt wieder einen von Max & More drin, allerdings eine Spur dunkler. Und das finde ich, glaube ich, ganz gut. Das ist hier 110 Honey. Das andere war mir echt einen Tacken zu hell. Und jetzt gerade im Sommer hat man das schon manchmal gesehen. Das musste ich immer gut mit dem Puder, mit diesem Make-up-Puder drüber gehen, damit es jetzt wieder ein bisschen angleicht. Das könnte jetzt hierbei wirklich besser funktionieren. Finde ich total gut. Ich habe auch keinen weiteren Concealer. Nein, aber zweimal Foundation. Ich habe hier einmal von Revive the Loop die Hyaluron, das Hyaluron Make-up. Das war ja so sehr flüssig, ließ sich ganz gut einarbeiten. Das hatte ich ja schon mal in einem Video ausprobiert. Die Farbe 02 Nude dürfte auch eigentlich passen. Und hier ist eine Foundation drin, die mir im letzten Jahr so richtig gut gefallen hat, von Dr. Hauschka. War das auch eine Farbe? 01 ist hier die Farbe. Die habe ich mir aus einem Wanderpaket rausgenommen und die habe ich auch, glaube ich, schon zweimal in meinen Schubladen drin, weil ich sie so gut finde. Die ist auch parfümiert. Das ist wieder der einzigste Knackpunkt. Also ich mag ja schon Make-up, was so leicht beduftet ist, ne? Aber wenn die Sachen so richtig parfümiert sind, also wirklich nach Parfum riechen, damit habe ich so ein bisschen Schwierigkeit. Das ist so mein einziger Minuspunkt an der Foundation. Ansonsten fand ich die immer gut. Ich bin gespannt, ob ich sie immer noch so gut finde. Ist ja schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal verwendet habe. Bronzer habe ich auch und gleich zweimal. Einmal hier von Lovely Honeycomb Pressed Powder. Genau, das hat keine extra Farbnummer nochmal. Mit so einem schönen Pressing drin. Richtig gut. Das ist, glaube ich, sehr dunkel. Ja, aber könnte man bestimmt gut verwenden. Und ich habe hier einmal von was bist du denn? Model Lancher? Ich habe keine Ahnung. Sagt mir jetzt so gar nichts. Den Safri Bronzer. Ach ja, ich weiß, wie er aussieht. Genau. So, nämlich. Das ist nämlich auch so ein Shimmer Bronzer. Der hat mir auch ganz gut gefallen beim Swatchen. Der ist jetzt eine ganze Spur heller, wie man sieht. Aber er hat halt eben so Goldsparkle. Also könnte jetzt im Sommer auch noch richtig gut aussehen. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Puder habe ich jetzt wieder vergessen. Nude by Nature habe ich hier ein Translose Powder. Genau, so ein ganz loses Puder. Die funktionieren bei mir immer recht gut. Die sind so ein bisschen weichzeichnermäßig. Vielleicht klappt das ja diesmal auch, wenn ich die Foundations verwende. Soll ich eben gucken. Dann sind wir bei Blush angekommen. Hier habe ich von Revive the Loop ein Rouge Powder Blush in der Farbe Rosy. Das ist so ein älteres Modell, auch aus einem Wanderpaket, aber ich mochte die Farbe wirklich sehr, sehr, sehr gerne leiden. Das ist so ein ganz toller Rosenholzton, richtig schön, also da freue ich mich drauf. Ja, hier habe ich so ein orangenes Blush aus dem Adventskalender von Shopping Queen, Majestic Blush. Jetzt in der Kamera sieht es ja fast beige aus, ne? Also jetzt hier bei mir ist es wirklich so ein Orangeton und ich glaube, den sortiere ich aus. Den werde ich auch erst gar nicht testen. Den kann man vielleicht lieber so abgeben, wenn er noch schön unberührt ist, als dass ich da jetzt so drum patsche. Aber das ist wirklich nicht meine Farbe. Das ist viel zu hell für mich. Das würde ich aussortieren. Aber hier habe ich eine richtige Farbe für mich von e.l.f. Cosmetics. Wir holen das erstmal da raus. Primer Infused Shimmer Blush. Always Lucky heißt hier die Farbe. Ja, das ist doch mal eine Farbe. Meine Güte. Also, ups, ich bin in den Nagel reinkomme. Also das ist eine Blush-Farbe, eindeutig. Und die hat so ein bisschen Schimmer. Ich weiß nicht, ob das jetzt angesprüht ist oder ob er dahinter... Obwohl, nee, es kommt durch, ne? Es kommt durch. Mega Farbton. Boah, super. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
So, dann habe ich noch ein paar einzelne, das heißt zwei Highlighter. Ich habe hier aus dem Max & More Adventskalender den Highlighter Go All Out. Das ist so ein bisschen dunklerer Highlighter, so ein bisschen Champagner ins Goldene gehende. Ja, ein schöner Farbton. Und ich habe von iHeartRevolution den Marie Highlighter. Beloved ist hier der Name, mit diesem tollen Pressing drin. Gucken, sauberen Finger haben wir hier. Ist natürlich ein sehr, sehr heller Farbton. Ist aber auch ein bisschen cremig, also der hält auf jeden Fall gut. Es ist so ein heller, also so ein eisiges Weiß mit so einem Rosé-Schimmer, mit so einem Rosé-Shift. Vielleicht kannst du es ja erkennen. Ist sogar so deckend, dass das hier übers Tattoo sogar geht. Krass. Das Tattoo wird gleich blasser. Sehr schön. Jetzt habe ich gerade noch gesehen, dass ich von Maybelline noch so einen Cheek Heat Blush habe in der Farbe Korall. Ich glaube, der kommt aus dem Maybelline Adventskalender und das hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das lässt sich nämlich toll verteilen, gibt eine tolle Farbe, also mag ich sehr gerne leiden. Da freue ich mich auch drauf. Dann habe ich zwei Kessstifte in der Schublade. Hier habe ich einmal Blush. Das ist so ein... Haben die nicht auch Namen? Da, Rose ist hier die Farbe. Sind ja auch so Creme-Produkte. Und auf der anderen Seite ist ein Highlighter. Das ist dann Gold. Den habe ich, glaube ich, noch nicht so oft verwendet. Den Blush-Ton schon ziemlich häufig. Den Highlighter noch nicht. Und hier habe ich einmal die Farbe Sun. Sun als Highlighter. Das ist so ein Kupferton. Und dann einmal Tan als so eine Art Bronzer sozusagen. Genau, das ist diese Farbe hier. Ja, ich mag die Kessprodukte total gerne. Und ja, freue mich auch auf die Stifte dann jetzt. Ich habe noch ein paar Face-Paletten. Einmal von Love Me First aus dem Love Adventskalender. Das ist ja so eine ganze Highlighter-Palette. Die habe ich noch nicht getestet. Obwohl es natürlich auch meine Lidschattenpalette ist. Und dann jetzt, wo ich das wieder sehe. Aber es steht nur Highlighter drauf. Aber es ist ja so, do only what you love. Also jede Farbe hat irgendwie ein Wort aus einem Satz. Aber ich könnte es auch als Lidschatten verwenden, ne? Das ist ja nicht wirklich Highlighter hier. Ja, also ich zeige sie dir jetzt schon, aber ich glaube, es ist mehr für mich eine Lidschattenpalette als wie eine Highlighterpalette. Obwohl es da steht, ne? Ach so, und Eyeshadow. Ach, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Also sind das hier bestimmt zwei Highlighter-Töne und das hier sind dann die Lidschatten. Okay, so können wir das durchgehen lassen. Ich habe noch eine Face-Palette von Revive Loves Me on My Desk. Das war mal so eine Limited Edition. Hier haben wir also verschiedene Farben drin. Wir haben zwei Blush, zwei Highlighter und zwei Bronzetöne. Ich mag natürlich genau wieder diesen dunklen Blush sehr gerne. Das ist ja so ein schöner Ton. Hier rollt mir alles weg von den Kessstiften. Der Highlighter ist auch hübsch. Und hier der dunkle Bronzer, den mag ich auch. Der ist so schön taupe-mäßig, also so ein bisschen kühler vom Ton her. Sehr schön, freue ich mich auch drauf. Ich habe die schon ein paar Mal geswatcht und das dunkle Blush auch schon ausprobiert. Der Rest war noch nicht in meinem Gesicht. Wird also jetzt mal Zeit. Ich habe noch eine Face-Palette. Die kommt von BH Cosmetics. Von der Weekend Vibes Palette. Das ist die Froze. Irgendwie so. Und hier haben wir sechs Highlighter-Töne. Ja, sind so ein bisschen bunte Highlighter. Hier sind es wirklich Highlighter und keine Lidschatten. Aber ich denke, damit lässt sich auch was zaubern. Und ich würde auch gerne mal halt so einen pinken Schimmer-Highlighter tragen. So als Blush-Lighter kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Augenbrauen. Ja, hier würde ich auch schon gleich wieder eins aussortieren. Hier ist nämlich auch, wie in der Schublade davor, so ein Brow Filling Gel drin, eine Stufe heller. Aber ich mag diese Produkte einfach wirklich nicht. Deswegen würde ich das aussortieren. In der Schublade bleibt aber hier von Belle Hypoallergenics so ein Augenbrauenstift. Das ist so ein Wachsstift zum Hochdrehen. Wir haben kein Spoolie, nein, auch kein Anspitzer, nichts auf der anderen Seite, nur einfach ein Wachsstift.
Ja, aber es ist, glaube ich, eine richtige Farbe für mich. Das könnte gut passen und würde ich dann wohl jetzt verwenden, die Zeit. Fixing Sprays habe ich zwei zur Auswahl. Das erste kommt von Revolution Hydrate and Fix. Das habe ich mir mal aus einem Wanderpaket rausgenommen. Habe es ein paar Mal schon ausprobiert. Das gefällt mir ganz gut. Hat so einen leichten, ganz, ganz leichten, blumigen Duft. Und eins meiner liebsten Fixing Sprays ist auch in der Schublade. Das kommt von MAC, das Prep and Prime, das Fix Rose, also das riecht nach Rose. Und das ist natürlich voll meins, ne? Ich mag es so gerne, ja. Habe ich schon ein paar Mal verwendet, also es ist so bis hier aufgebraucht, aber man ist ja immer so sparsam mit, ne? Was ein Quatsch. Es wird ja nicht besser, wenn es da ist. Also das würde ich auf jeden Fall jetzt auch verwenden und es genießen. Und ich habe drei Mascaren in der Schublade. Einmal auch eine meiner liebsten Mascaren von Too Faced Better Than Sex Mascara. Das war meine erste teure Mascara, die mir so richtig gut gefallen hat. Hier ist jetzt eine kleine Reisegröße. Es ist ein Faserbürstchen, was ein bisschen erdnussförmig ist, also an den Seiten irgendwie höher wird. Richtig gut, die macht tolles Volumen, die gibt Länge, die kann so beides. Und warum passt du jetzt nicht mehr da rein? Mit Gewalt. Alles klar. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich eine Mascara, die wirklich ja die meisten von euch kennen dürften. Von Essence I Love Extreme Mascara. Es ist hier die Crazy Volume. Die kommt aus dem Adventskalender von Essence. Die hat ja so ein. War das nicht die mit dem bauschigen Bürstchen? Ach nee, genau, das ist die Crazy Volume. Und darum hat sie eben dieses schmale Bürstchen. Das andere heißt dann irgendwie anders, ne? Extreme. Die ist einfach nur I Love Extreme Mascara, glaube ich, oder? Was heißt die auch? I Love Extreme Crazy Volume. Okay, kann man mal durchsteigen. Und die andere heißt, glaube ich, nur I Love Extreme, ne? Und hier ist das halt so ein Silikonbürstchen, was so gerade zuläuft. Ja, ich glaube, das habe ich noch nicht ausprobiert. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Und dann haben wir auch hier wieder eine Benefit Mascara drin. Auch wieder eine von den Minis, die Bad Gal Bang Mascara. Und die finde ich super. Also die mag ich auch richtig gerne leiden. Die habe ich auch öfter in meinen Schminkschubladen. Das ist auch ein Silikonbürstchen, allerdings ein ganz anderes, was so nach unten hin spitz zuläuft. Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, ne? So ganz feine Borsten hat, die weit auseinander stehen. Damit kann man also super Länge zaubern. Und wenn man die mehr schichtet, dann kommt eben auch Volumen dazu. Richtig schön. So, dann geht es weiter mit Lidschattenpaletten. Und hier habe ich erstmal so zwei kleinere Paletten. Einmal eine von Max & More aus dem Adventskalender. Das ist die Palette Ready Set Glow, nennt die sich. Die hat so nudige Töne. Ja, wirklich so ein bisschen nudig gehalten, ne? Gar nicht ins Rosé, sondern einfach wirklich beige und brauntöne, ein bisschen Gold, so einen hellen Ton für die Base fürs Augenlid. Ja, eigentlich so ganz solide, gefällt mir ganz gut. Aus dem ReLove Revolution Adventskalender habe ich diese Palette hier. Das ist die Believe Palette. Genau, sind ja immer die gleichen von der Aufmachung her. Die haben alle sechs Farben. Man könnte auch die Farbe hier als Highlighter verwenden, aber ich finde die Farbenmischung einfach richtig gut. Ich kann mit der Farbe nicht so ganz anfangen. Na klar, man könnte mit diesen hier einen Look schminken, aber ich finde die Farben natürlich hervorstechend und die würde ich auch so gerne mal ausprobieren. Freue ich mich drauf. Dann noch recht neu in meiner Sammlung ist diese Palette hier von Beauting Beauty. Ich kannte die Marke vorher auch gar nicht. Die habe ich mir mal aus einem Wanderpaket rausgenommen, jetzt erst vor kurzem. Ich kenne die Palette eigentlich so gar nicht. Und die hat so sehr kleine Fännchen, ist auch sehr nudig, aber irgendwie hat mich das so angesprochen. Also, das Farbschema fand ich irgendwie interessant. Zumal man hier mit diesen Schimmertönen ja auch gut abwechseln kann und gestaltet jedes Mal einen ganz anderen Look. Hier ist so ein richtig dunkler Anthrazit-Schimmerton drin. Also irgendwie hat das was, oder? Also ich fand die total gut und habe sie noch nicht ausprobiert. Freue mich drauf, sie zu testen. Ja, dann ist ja hier auch ein Schätzchen, was auch noch gar nicht so lange bei mir wohnt, auf das ich so scharf war und so froh bin, dass ich sie endlich gefunden habe. Von Essence aus dieser Bösewicht-Reihe, aus der Sister Collection, die Scar-Palette.
Und damit muss ich auch unbedingt einen Look schminken. Vielleicht mache ich damit auch mal ein Schminki, weil ich glaube, auch hier lassen sich mehrere Looks mit kreieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier viele Möglichkeiten gibt. Man könnte mit diesen Brauntönen was machen, in Gold bleiben, mit dem Grün irgendwie was toppen. Also das würde sich, glaube ich, lohnen. Muss ich mal schauen. Vielleicht mache ich dazu mal ein extra Video. Ich finde die nämlich richtig gelungen. Dann habe ich hier eine Palette von Max & More drin, die Wild Flowers Palette. Die ist jetzt auch mit Grün, ne? Also, ich muss ein bisschen mehr auf Abwechslung achten. Aber hier ist es wirklich eine richtig schöne, bunte Blumenwiese, oder? Mit diesen lila Tönen, zarte blaue Töne, Rosé, das Grün. Also, das gefällt mir total gut. Man könnte super so reinschminken, so von oben nach unten. Das würde tolle Looks ergeben. Ich finde aber auch das hier so interessant, wenn man das jetzt so mischt. Das geht bei dieser Palette auch immer ganz gut auf. Ja. Also sehr, sehr schön. Viele Möglichkeiten. Und ich habe ja auch schon mit den Blautönen was geschminkt. Ich meine bei meiner Birthstone-Reihe. Ich weiß jetzt noch nicht, ist Aquamarin schon dran gewesen? Ich glaube, Aquamarin habe ich damit geschminkt. Ja, richtig gut. Von BH Cosmetics habe ich auch die Lidschattenpalette aus der Weekend Vibes hier drin. Das ist nämlich die Avocado-Toast. Jetzt sind wir hier wieder bei Grün. Was ist die grüne Schublade? Eindeutig. Ist mir vorher jetzt gar nicht so aufgefallen, weil natürlich haben wir hier auch Grüntöne. Also ich muss wirklich ein bisschen mutig werden. Ja, die mag ich sehr gerne leiden, habe ich schon ein paar Mal ausprobiert. Hier sind auch viele Möglichkeiten, aber hier muss natürlich auch irgendwie Grün mit aufs Auge. Das ergibt sich irgendwie schon vom Namen und auch von der Vielzahl, wie Grün hier vorhanden ist, weil hier sind ja auch Schimmertöne, die eindeutig Grün mit drin haben. Ja, mag ich sehr gerne leiden. Freue ich mich drauf. Dann habe ich noch zwei CC-Paletten. Das sind zwei meiner ersten CC-Paletten. Beides welche von der British Museum-Reihe. Ich habe hier einmal diese. Hier ist auch grün. Es setzt sich fort. Genau, grün und dann ist hier dieser wunderschöne Duochrome-Ton, der so ein bisschen ähnlich ist wie die aus der letzten Schublade von The Balm. Mit dieser Tea-Palette. Da war ja auch so ein ähnlicher Farbton drin. Also richtig gut. Und hier habe ich auch schon das Pressed Glitter ausprobiert, kann man sehen. Das mochte ich auch sehr gerne leiden. Braucht natürlich einen Glitter-Glue drunter, ne? Selbstverständlich, ja. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch die mit dem Kreuz. So, die schaut so aus. Und auch hier haben wir Grüntöne. Ja, und das war, glaube ich, meine allererste Palette von CC. Ich meine schon, weil hier, die war am Anfang so angesprüht. Vielleicht sieht man es hier noch so am Rand so ein bisschen. Ne? Da war so ein blauer Glitter drauf gesprüht. Der hat sich mittlerweile schon abgenommen. Und das hier ist auch nicht so ein bunter Farbton. Das ist so ein cremiger Topperton. Siehst du das? Also richtig gut. Also die Palette mag ich auch gerne. Leider habe ich schon oft ausprobiert. Lässt sich nicht auch so einen leichten Farbschema erkennen? Also hier kann man nicht rein oder so Ecken bilden. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich habe wirklich schon viel getestet und die Looks haben mir sehr gut gefallen. So, kommen wir nun zu dem Highlight der Schublade, weswegen ich meinte, ich muss ein bisschen mehr experimentieren und ich glaube, hier ist auch Grün drin. Also irgendwie zieht sich das hier so durch. Ich habe hier nämlich eine Glamlight-Palette drin, die von Scooby-Doo. Und die ist ja wirklich der absolute Hammer. Die Farben natürlich. Und die ist so gummiert. Die fasst sich einfach so cool an. Und die hat eben eine so krasse Pigmentierung. Das ist einfach echt der Wahnsinn. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe die Schimmertöne, aber das macht natürlich Bam. Also hiermit kannst du keinen, wie ich finde, was für mich jetzt so Alltagslook ist, sowas nudiges Schminken, das geht halt nun mal nicht. Ne? Die macht halt eben immer Bam. Ich gehe mal hier in dieses Bordeaux rein. So, Bam. Ich gehe nochmal in dieses Grün. Das sind die matten Töne, ne? Bam. So, jetzt können wir mal passend dazu irgendwie in so ein Schimmergrün gehen. Ja, siehst du das? Das ist mega krass. Können wir so ein Schimmerlila auch eben noch machen, dass du mal eine Vorstellung hast. Also bitte, damit kannst du nichts Zartes schminken. Das funktioniert einfach nicht. Aber das will man ja auch nicht mit so einer Palette. Die muss einfach auffallen. Diese Looks müssen einfach wirklich Bam machen. Ich mag sie total gerne. So schön. Ja, freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, ich bin ein bisschen mehr auf solche Farben jetzt gestimmt in den nächsten Wochen, damit ich die alle auch gut testen kann. So, ich räume die ganzen Sachen nun in meinen Bart ein und zeige dir, wo die Dinge gelandet sind. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass ich die Lippenstifte und Monolidschatten rausgenommen habe für die Länge des Videos. Ich hatte ja ein paar Kommentare, dass die letzten Videos oder
schon zwei her etwas zu lang geraten sind mit den Schubladen. Kann ich nachvollziehen und ich hoffe, ich kriege das Ganze so ein bisschen besser unter Kontrolle. Bis gleich. So, mein Badezimmer und ich wollte dir mal eben zeigen, ich kenne den Fachausdruck dafür nicht, auch nach über einem Jahr mit Beauty-Videos nicht, aber das ist halt Glamlight nach dem gründlichen Abschminken sozusagen. Also es bleibt immer so ein bisschen, ist das Stain? Nee, Stain ist ins Krümmelt, ne? Ich habe keine Ahnung, es bleibt auf jeden Fall immer ein bisschen Farbe zurück, das muss man halt eben auch wissen. So, meine Produkte befinden sich nun eingeräumt. Ich habe hier die drei Mascaren stehen. Augenbrauenprodukt und Concealer, die beiden Düfte, Primer, Foundation, Fixing Spray und hier unten in der Schublade befinden sich Bronzer, Blush, Highlighter und die ganzen Face Paletten und die Sticks von Cass und dort sind die Lidschatten. Ich freue mich auf diese Schublade, ich bin sehr gespannt und ja, folge mir einfach bei Instagram, da siehst du bestimmt den einen oder anderen Look zwischendurch nochmal. Würde mich sehr freuen, dich dort auch anzutreffen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, unterstütze mich doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.